Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder. Freunde der Macht, habe ich Freunde der Macht gesagt? Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Zahadum mit einer neuen Folge Imperator Rom. Wir spielen als Mauria. Wir haben unsere Armeen in Stellung gebracht, letzte Folge, endgültig, und sind nun drauf und dran, kurz davor, Baktrien den Krieg zu erklären. Eroberung von Kandara, das ist die Region hier, die Provinz. Auf geht's. Okay, wir müssen die Belagerungsfähigkeiten mal durchschauen. 30% ist nicht schlecht, weil hier oben ist eine Festung. Als erstes, oh, 50% Belagerungsfähigkeit. Dann gehen wir natürlich mit denen rein. Die geben Flankenschutz. Halt, wartet mal. Nee, nee. 30% ist ja eigentlich auch relativ viel. Haben wir hier noch einen besseren? 20%. 10%. Belagerungsfähigkeit 30%. Dann gehen wir mit dem dort rein. Lassen wir mal hier in der Mitte, wo wir die dann hinschicken müssen. Kommt darauf an, wo dann die Armeen der Gegner erscheinen werden. Problem sehe ich halt hier. Da sind wir wirklich nur mit einer einzigen Ack vertreten. Das ist eigentlich ein Witz. Wir schicken die Klammer mit hierher. Das hat keinen Sinn. Zerhörung 6,87%, das ist neu, wie gesagt. Sie fiel mir ja letzte oder vorletzte Folge schon auf. Die Zerhörung kann jetzt also 10 überschreiten. So, hier sind wir gut aufgestellt. Hier wollten wir ja im Grunde genommen defensiv bleiben. Was wir vergessen haben, oder hatten wir uns dagegen entschieden, noch Söldner zu rekrutieren? Verdammte Hacke. Reichen hoffentlich da unten aus. Ich würde ganz gern die hier rekrutieren. Die kosten zwar monatlich 40 Gold. Das ist jetzt nichts, wir nehmen die mal mit. Dann schicken die ebenfalls mal mit hier hoch. Die kommen natürlich heftigst zum Hören. Die ganz schön groß sind. Hier würden sie keine bekommen. Schicken wir die mal hier hin. Und dann die dafür mit hier hoch. Ein bisschen riskant, dass ihr durchlaufen wollt, aber. Das wäre eine schöne Abkürzung. Wir probieren es einfach mal. So, natürlich Geschwindigkeit auf 3 runter, weil wir sind jetzt im Krieg. Wir müssen hier eine riesige Front im Auge behalten. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wo die ersten gegnerischen Armeen auftauchen werden. Frieden ersuchen aus Tylos. Geben uns Geld. Wir verhandeln im Namen des gesamten Bündnisses. Aus könnte das machen. Marka wird hier den Kampf wahrscheinlich so sowieso verlieren, wobei wir sind bei 42%. Wir geben denen die Chance. Vielleicht schaffen die es ja noch. Es ist jetzt halt gerade spannend. Wann kommen die an? Am 10. April. Leider werden die es nicht mehr schaffen. Verdammte Hacke. Und Marka verliert den Kampf. Naja, gut. Versuch was wert. Armeen und genau dort, wo wir die wenigsten Truppen haben. Ich zähle den Ack, nehme hier noch einfach mal den General mit rein.
ist eine Hügelfestung. Wenn es nur bei den 19 bleibt, sagte ich, und da kam knapp 40 nun auf uns zu. Da werden wir keine Chance haben, das zu halten. Wir sind hier mit einer Armee unterwegs. Wir werden die in den Waldmarsch setzen, dass die schnell mit da runterkommen. Dann hätten wir vielleicht eine Chance. Vorausgesetzt, das bleibt bei den knapp 40 Kohorten. Sie wollen wieder Frieden. Maka ist ja nur geschlagen. Oder auch noch nicht. Schaut euch das mal an, ja. Maka gewinnt. Wow. Ablehnen. Kandara müssen wir natürlich als Kriegsziel hier unterwerfen, aber da sind uns die zwei Festungen im Weg. Wir werden mit allen reingehen, was da ist, sobald die zwei Achse da sind. Die kommen ja mit Gewaltmarsch hin. Wir dürfen den restlichen Frontverlauf aber natürlich nicht aus den Augen verlieren. Aber was kommt hier noch an? Und die gehen rein. Wenn die fest sind, müssen wir hier die 14k auch noch mit reinziehen. Waldmarsch und schleunigst damit hinein. Da kommen noch mehr. Das wird brenzlig da oben, die Situation. In der Mitte der baktrischen Front. Wenn die fest sind, ziehen wir unsere Truppen rein. Wir brauchen Gold, wir machen halt ordentlich minus 40 pro Monat. Sie sind fest. Das ist der Zeitpunkt, um unsere Truppen reinzuziehen. Hier oben sieht es ganz schlecht aus, weil die mit 50.000 Mann ankommen. Alter Verwalter. 50.000 Mann. Die Schlacht werden wir verlieren. Beißt die Maus keinen Faden ab. Wir könnten die Söldner mit Gewaltmarsch fordern. Können wir auch machen. Hier ist alles in die Wege geleitet für die Schlacht. Kommen wir denn noch rechtzeitig weg? Shattat Danwan wird krank. Das ist unser Bruder. Shatavana Maria hat die Nachricht überbracht, dass er krank ist. Wenn er wohlhabend genug ist, wird er vielleicht aus eigenem Antrieb nach einer Behandlung suchen. Andererseits könnten wir auf jede Zeit einspringen, wenn sich sein Zustand verschlechtert. Das ist jetzt kein
kein super Typ. Wir halten da mal den Ball flach. Kommt es zur Schlacht? Ich schicke noch mal kurz nach. Machen wir das genauso. Müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Gegen die 50k kann man jetzt nichts ausrichten. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben verloren. Leider hier oben. Verdammte Hacke. In Flakandi. Der wollte mit Gold sich aus dem Staub machen. Vor einigen Nächten wurde Shadanan Maria dabei erwischt, sich selbst mit dem Gold aus der Staatskasse zu bereichern. Dies ist eindeutig ein schweres Verbrechen. Es unter dem Teppich zu kehren, hat aber auch einen Nutzen. Lasst ihn auspeitschen. Er verliert ordentlich Gesundheit. Wir bekommen ordentlich Beliebtheit dazu. Ja, wir werden das machen. Wir lassen ihn auspeitschen. Das ist schade hier oben, dass wir die Schlacht verloren haben. Können wir die Schlacht jetzt, ich hoffe, wir können die Schlacht zu unseren Gunsten entscheiden nun hier oben. Sieht ganz gut aus. Den 11k Verstärkung wird das wahrscheinlich nichts werden. Hier haben wir die Verstärkung, die Belagerung gewonnen. Die Schlacht war klar, dass wir die verlieren. Die Schlacht haben wir gewonnen. Sehr gut. Jetzt haben wir hier natürlich eine ganze Menge Leute auf einem Haufen stehen. Die Waldmarsch natürlich rausnehmen. Das ist nochmal 11k. Dann nehmen wir Gewaltmarsch rein und geben uns hier hin. Weil gegen die 50k müssen wir versuchen, irgendwas zu unternehmen. Die bekommen natürlich auch heftigst Zermürbung hier, ja, die Gegner. Weil es ist viel zu groß, denn ihre Armeen für dieses Gelände. Und die Zeit spielt für uns, auch wenn die da viele Gebiete verwüsten werden. Frieden verhandeln. Natürlich, Gerha geht an Marka. Sie soll dir noch ordentlich Geld geben. Ja, also. Zumindest der Krieg beendet da unten. Wir sind siegreich, hier oben sind wir siegreich, aber die kommen nochmal mit 15.000. Denen werden wir nichts mehr entgegenzusetzen haben. Am 12. Dezember kommen die an. Haben wir eine Chance, mit Gewaltmarsch herauszukommen? Nee. Dann werden wir dort oben ebenfalls die Schlacht verlieren. Die Söldner kommen mit Gewaltmarsch hoch. Was dauert alles noch weiter? Ich hoffe, die Gebietsverluste sind nicht zu groß, die wir dann da oben alle erleiden werden. Oh, kommen auch noch 30.000. Die haben die alle da oben gehabt, Mann. Ihre ganzen Truppen. Das nervt ja vielleicht. Ja. Oh, den ersten Schlag gewinnen wir, aber den nächsten Schlag wird mit großer Wahrscheinlichkeit unser Tod werden. Siemer General, wir haben hier einen Zweier. Wir nehmen den mal rein. Aber wir müssen einen Sechser.
4K, hier haben wir noch 12K stehen. Bin am Überlegen, ob wir hier vorne mit reinmarschieren. Die Armeen stehen ja sonst nur sinnlos rum. Eine Belagerung durchführen. 30% ist okay. 40% ist natürlich besser. Schlagen uns tapfer, aber es wird leider nicht ausreichen. Dort werden wir also den Kampf verlieren. Wir haben verloren, ja. Und diese 27.000 werden uns auch schlagen. Ach, wie ärgerlich ist das, dass die ihre gesamten Armeen hier oben in Baktrien hatten. Klar, die hatten gerade Krieg gegen Sogdien. Aber die hatten ja auch Krieg gegen Tylos. So ärgerlich. Wir müssen, es nützt nichts mehr, wir müssen tatsächlich auf die Söldner da unten warten. Kommen wir hier noch rechtzeitig weg. Ja, Waldmarsch, klappt das. Die sind unterwegs, die sind auch unterwegs. Bleibt mal dort kurz stehen und rennt da nicht den 30.000 in die Arme. Wir könnten versuchen, hier mit der Armee dann noch mit reinzugehen. Ich sag mal, das ist Terrain Berge. Und wenn wir Glück haben, auch noch eine Flussüberquerung. Wir könnten denen da vielleicht ordentlich Schaden zufügen. Die 24K kommen ja nicht durch die Festung, die wir erobern konnten. Das hilft uns natürlich ungemein, dass die 24k nicht durchkommen. Es kommt zur Schlacht und wir kommen nicht ins Gesicht. Ich hoffe, die kommen noch rechtzeitig an. Trotz Flussüberquerung und Terrainstrafe. Straube. Mir so hart ins Gesicht. Ja, das ist einfach eine numerische Überlegenheit, befürchte ich. 13. April, die sind gleich da. Halte noch kurz aus. Das könnte es vielleicht nochmal spannend werden. Aber wir haben halt auch nochmal 10k. Die jetzt wahrscheinlich den Ausschlag geben werden. Unsere Verstärkungstruppen werden nicht mehr rechtzeitig ankommen. 29. Mai, nein, so lange hält leider hier die Armee nicht mehr durch. Schade. Ja, wir konnten ordentliche Verluste beim Gegner herausholen. Na, nächster Tick wird's das denn wohl gewesen sein. 29. Mai kommt ja an, 5 Tage noch. Oh Mann, also so knapp. Ach komm schon! Geht doch nach Hause! 8000 Mann haben die mehr verloren. Das ist heftig. Jetzt bekommen wir natürlich die ganzen. Das ist. Also 2 oder 3 Tage oder wie knapp das war. Das ist ja sowas von ärgerlich, Mann. Wichtig, wenn wir die Schlacht wenigstens gewinnen würden da. Auch wenn die Verluste riesig sind, aber die Gegner haben wenigstens auch ordentliche Verluste.
gut aus. Die Armeen ziehen sich bis nach sonst wohin zurück. Ah, jetzt kommen ja auch noch die Sogdien an. Belagerung ist gewonnen. Eine Festung mehr für uns. Wir sind siegreich. Haben immer noch minus 17, weil wir halt ja dieses Gebiet nicht erobern konnten. Kandahara. Das wird sich auch noch eine ganze Weile hinziehen, leider. Die haben ja extrem viele Armeen. Wird anstrengend hier oben im Norden. Das wird ein krasser, krasser Krieg. Und ich hoffe, ihr seid dabei in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Zahadum zockt Imperadoro mit Mauria. Und der Kriegsverlauf, der Kriegsstart ist, muss man wohl leider so sagen, misslungen. Bye bye, bis dahin, euer Zahadum.